mal die Vorstellung der SEC. Die Vorstellung der SEC sieht so aus, dass ihr es am liebsten wäre, wenn alle Kryptos Securities wären. Ich meine, SEC steht für Securities and Exchange Commission, also S für Securities. Im Idealfall sähe das so aus. Warum? Wenn Securities sind, dann hat man einen optimalen Schutz der Retailer. Die Institutionellen muss man nicht schützen, das sind professionelle Anleger. Mhm. Aber die Retailer, den normalen Investor, den muss man schützen. Und wann ist etwas ein Security? Das wissen wir, dafür gibt es den Howey-Test. Da gibt es einen Knowledge-Block, da kann man das entsprechend nachlesen. In dem Moment, in dem man etwas zu einem Security macht, dann gibt es ein entsprechendes Framework. Und im Idealfall würde die SEC dieses Framework auf die Securities, auf die Kryptos anwenden, wie es auf notierte AGs anwendet. Also so wie wenn eine Tokentos hier an die Börse geht als börsennotierte AG, man braucht einen Vorstand, man braucht einen Aufsichtsrat, man braucht Jahresabschlüsse, die müssen wirtschaftsgeprüft sein, man braucht einen Standort, man braucht ein Aktienregister, man braucht eine Hauptversammlung, man braucht jemanden, der einem die Aktien emittiert, vielleicht noch einen Designated Sponsor, der eine Geld- und eine Briefseite stellt. Also um ein Security zu sein, gibt es eine ganze Menge Dinge, die erfüllt sein müssen. Und dann, wenn man die erfüllt und das Wertpapierhandelsprospekt zum Beispiel bei der BaFin abgegeben hat und von der BaFin den Stempel bekommt, ist man ein Registered Security. Und wie gesagt, im Idealfall würde die SEC alle Kryptos gerne im Sinne dieses Frameworks zu registrierten Securities machen. Jetzt kommt das große Aber. Die Kryptos sind meistens dezentral und die Liste, die ich eben aufgeführt habe, projiziere die mal in so eine dezentrale Struktur. Wo ist denn da ein Vorstand, den man haftbar machen kann? Gibt es da einen Aufsichtsrat? So eine Foundation, macht die einen wirtschaftsgeprüften Jahresabschluss? Ein Halbjahresabschluss? Wer hält denn welches Token? Und haben diese Token denn Besitz- und Stimmrechtsansprüche? Also das Framework, das man kennt, aufgestülpt auf die neue Welt der Kryptos, ist eigentlich unmöglich. Jetzt wäre es Aufgabe der SEC, ein solches neues rechtliches Framework zu schaffen, um Kryptos zu Securities zu machen. Das macht sie aber nicht, weil sie dann eine Rechtssicherheit schafft. Und sie würde am liebsten diese Rechtsunsicherheit belassen und weiter bei der Art und Weise bleiben, in der sie arbeitet, nämlich bei Enforcement. Wir sagen nicht, wie es geht, wir sagen nur, wenn es falsch war. Und genau das bekommen, wie du es eben anmoderiert hast, die Plattformen zu spüren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann unterstützen Sie uns gerne mit einem Like und einem Abo. Vielen Dank.